Hallo, herzlich willkommen zurück. Ich bin's wieder, die Vera. Ich weiß nicht, ob ihr mich erkannt habt. Ich bin jetzt in der Rolle der Anybodies, etwas verändert. Wir befinden uns jetzt hier am Domplatz im Backstage-Bereich und ja, gehen wir doch mal gucken, ob wir die Sascha auch finden. Sascha? Ah, hi. Mensch. Hallo. Wir haben dich gefunden. Ja. Auch ein bisschen verändert. Ja, das stimmt. Jetzt sind wir hier kurz vor der Generalprobe. Ja, wie fühlst du dich? Aufgeregt. Okay. Aber gut, ich habe Lust. Wir haben jetzt lange genug geprobt. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir das Ding auf die Bühne bringen. Habt ihr irgendwelche Rituale, bevor ihr auf die Bühne geht? Also ich war heute im Zoo und habe mir die Affen angeguckt. Das mache ich ab jetzt jedes Mal. Stimmt so. Ah, der ist schön. Ich schaue mir lieber die Affen auf der Straße an. Ja, ich brauche einfach also ich muss mir die Affen angucken, um besser in meine Rolle reinzukommen. Immerhin spiele ich einen Typen. Ihr seid ja so ein bisschen haariger und was? Was? Naja. Ja. Kaffee vielleicht? Yes. Auch nicht. Also ihr seid auch so gar nicht abergläubisch, weil bei diesen ganzen Theatersachen ja nicht pfeifen auf der Bühne. Ach, das darf man nicht. Ja, ich glaube, es gibt schon, man kennt relativ viele diese Rituale und so und auch Sachen, die man irgendwie nicht machen sollte. Ich glaube, bei mir kommt es so ein bisschen darauf an, wie gut das Stück sitzt, wie sicher ich mich fühle. Wenn ich mich unsicher fühle, dann schaue ich, dass ich nicht auf der Bühne pfeife, dass ich mich nicht bedanke, wenn mir jemand toi 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 wünscht. Toi toi toi. Oder von der Bühne springen beispielsweise, das darf man ja auch nicht. Ja, aber einfach drauf los, so, ja. Kommt das schon. Im Notfall vielleicht noch ein paar Tanzschritte oder so durchgehen. Die Dinge, die man gerne vergisst, nochmal im Kopf rekapitulieren. Das wollte ich eigentlich auch. Ja, ich auch. Machen wir gleich zusammen, du tanzt ja was anderes als ich. Gibt es irgendeine Szene, auf die ihr besonders freut? Ich glaube, die reden von sich selbst. Schnell, wir müssen antworten. Sonst wird das, als wir das Stück nicht mögen. Ich glaube, Gil schaut nicht zu. Wir mögen alles. Genau, das ist alles so. Der Endapplaus vielleicht. Der Endapplaus. Also, die Applausordnung scheint ja dem Publikum immer am besten zu gefallen, weil da klatschen die am meisten. Ja, das macht sehr viel Sinn. Nee, nicht. Also für mich sind es tatsächlich so die Tanzszenen. Irgendwie. Wenn alle auf der Bühne sind und so viel Musik und diese starken Rhythmen und Bässe und so, das finde ich toll, das mag ich ganz gerne. Ja, das macht Spaß. Und die Prügelszenen natürlich. Das musst du jetzt natürlich sagen. Ja, das muss ich jetzt sagen, um dem ersten Video treu zu bleiben. Was ich noch gar nicht angesprochen habe, du hast ja Bernardo schon mal gespielt. Ja, genau. Schon mal gespielt. Es ist auf jeden Fall was anderes, ja. Das ist, diese Inszenierung ist viel brutaler, ist vielleicht übertrieben, aber schon so ein bisschen roher. So auch von den Kostümen her, das war das andere, was ich damals gemacht habe, sehr viel bunter und so ein bisschen chargiger oder sowas. Ja, und es ist dann trotzdem irgendwie wieder ein neues Stück eigentlich, so ein bisschen. Ja, also ich mag es immer. wer davon als Auto? Ja, war das bestimmt nicht, oder? Auto fahren? Ja. Auto darf ich nicht fahren. Du darfst in einem Auto mitfahren. Ich darf transportiert werden, ja. Genau. Aber ich fahre tatsächlich ein Auto, einen alten, schwarzen, langen Wagen. Hat so vier Räder auch, ne? Vier Räder hat er auf jeden Fall. Und auch vier Lenkräder. Ich bin tatsächlich super schlecht, was Autos anbelangt, aber es ist wirklich sehr, sehr lange und ich musste so ein bisschen üben, um den richtig zu manövrieren, weil die Bühne ja auch zwar groß ist, aber nicht unbedingt so groß, dass man jetzt locker da mit dem Auto so Kreise oder Kurven drehen kann. Aber ja, das hält, funktioniert und ist auch mal was anderes. Also im Theater kann man das ja ansonsten eigentlich nicht wirklich machen. Da stimmt, das ist da selten. Fährt man vielleicht mal maximal ein Fahrrad oder so. Und jetzt Fahrrad? Fahrrad, Mann, wow. Wo wir davon reden. Das wäre ja cool, wenn man mal Fahrrad fahren dürfte auf der Bühne. Warte mal, ich kenne da glaube ich jemanden, der diesem Stück der Fahrrad fahren darf. Oh.
So, langsam wird es dann wohl auch Zeit. Wir müssen dann Richtung Bühne. Die ist, glaube ich, hier. Und ich muss meine Mütze noch feststecken. Genau, ich muss auch noch bei der Requisite kurz vorbei noch was holen. Und dann geht's ab auf die Bühne. Du musst aufstehen. Okay, dann kommt mal mit.